Willkommen zusammen zu einer neuen Folge bzw. einer neuen Reihe. Wir spielen nämlich SimRail. Das Demo ist nämlich vor kurzem bzw. am 1. Oktober erschienen. Das Ganze ist kostenlos und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Also wir haben dann hier Railway Line Nummer 1. Wählen das Ganze mal aus und dann haben wir hier ein Tutorial und hier haben wir, glaube ich, so ein Szenario. Nehmen wir mal das Tutorial. Spielen das Ganze mal und gucken mal, wie das so wird. Ich habe es bisher jetzt nicht wirklich angespielt. Left Door IP, Pantograph. Oh Gott, wie soll ich das merken? WASD, Zoom, Interaction, Looking Around. Welcome to SimRail Okay. Demo. You are at Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice Aha. Station. Klar. Today you will run passenger train 40665 on the section Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice-Będzin. You will use the 34WE electric multiple unit to operate it. Pesa hat das Ding gebaut. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Okay. Ja, schickes 3D-Modell. Mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen der Sound, ehrlich gesagt, weil vielleicht liegt das am Tutorial. Also, wo willst du hin? First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and lift the cover panel next to the entrance door. The cover panel, diese Dinger hier. Aha. Great. Now switch on the battery and then close the cover. Aha. Und so. It's time to enter the cabin. Use the one key. One. Kann ich hier nicht reingehen? Now, Oh. turn on the radio telephone. It will allow you to communicate with the dispatcher during the entire journey. Warum sitze ich denn jetzt schon hier drin? Okay. Turn on the radio telephone. It will allow you to communicate with the dispatcher during the entire journey. Okay. Hier. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. Clockwise. Ah, Gott. Ah. Ah, hör auf damit. Ah, Gott. Clockwise. Our vehicle is powered by electricity from overhead contact line system. So Ah. it's necessary to lift the pantograph. Als Maul. Use the button or a space bar on the keyboard to deactivate the CA-SHP security system. Schnauze! These systems will regularly check your alertness while driving. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. Gott! Das ist doch ein schlechter Scherz. Sie wollen, dass ich einen Gehörsturz habe. So, was willst du jetzt haben? Clockwise to the first position. Also das hier. Was willst du denn genau von mir? Activate the cap by turning the switch clockwise to the first position. Also hierhin. Our vehicle is powered by electricity from overhead contact line system, so it's necessary Ah. to lift the pantograph. Use the button or a space bar on the keyboard to deactivate the CA-SHP security system. These systems will regularly check your alertness while Was driving. willst du denn noch? Our vehicle Gott. is powered by electricity from overhead contact line system, so it's necessary to lift the pantograph. Ja, danke. Nachdem ich einen Gehörsturz bekommen habe, kann ich mir das jetzt auch sparen, ey. So, sorry, für alle Zuschauer, die jetzt einen Gehörsturz bekommen haben. Ich habe auch einen, also. Ernsthaft, so, was willst du jetzt? Den Pantographen hier mehr, hier. So. Cool. Und jetzt? Wait for the pantograph contact. Ja, woher weiß ich das so? Kann ich das sehen? Gibt es irgendwie so eine Art Außenkamera? Ja. It's time to enter the cabin. Use Ja, the habe one ich. key. Now, close the quick circuit breaker. Main Switch. Wait for a quick circuit breaker to Aha. close, and also wait for the converter and compressor to start. The correct operation of these devices is necessary, for example, to supply the braking system of a train. Turn the headlights to the drive position. During the Okay. day, you can dim them to not blind the other trains. Turn the headlights to the Ja, drive dann lass mich position. das doch. During the day, you can dim them to not blind the other trains. So, Turn Mike. the headlights to the drive position. Move the brake lever to the drive position. Gott, dieses Spiel. Was willst du? Drive Position? Welches ist es denn? Release Brake, Decrease Brake Force, Increase. Ja, vermutlich da. Hold down the main brake line button. Brake Unlock Button. Das kann sich doch kein Mensch merken. Achso, muss ich das gedrückt halten? Ja.
Use the call button on your radio telephone to confirm the readiness to the train dispatcher. Was denn, ZF1 oder ZF3? Oh, ZF1. Ząbkowice, 4665 ready to approach the platforms. Wait for a white light to appear on the semaphore that will allow you to drive towards the platform. 4665, clear to approach the platform. Okay, cool. Und jetzt? Darf ich jetzt fahren? Push the throttle forward to accelerate. You can use the plus key on an amp pad. Control the throttle not to exceed 25 km per hour speed limit. The lever is in the braking position. Push it forward. Push the throttle forward to accelerate. You can use the plus key on an amp pad. Control the throttle not to exceed 25 km per hour speed limit. Gott, der macht aber echt laute Geräusche beim Beschleunigen. Was? Achso, das war jetzt so eine Art SIFA. Jetzt, ich check's, okay. Also mit Leertaste kann man die SIFA. Fahren wir den 22, das ist okay. Also grafisch, ja. Finde ich Trains and World ein bisschen schöner, ehrlich gesagt, aber wenigstens sehen die Menschen, ja, okay, sehen, glaube ich, ganz okay. Jetzt gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Move the lever backwards or use the minus key on an amp pad to break. Minus, also das hier. Hä? Minus, dann der hier? Ah. Allow the passengers to open the doors by rotating the switch to the correct side. Was willst du? Achso, hier, left? Nee. Ja. Wait until the departure time. Close the doors after the train manager is ready. And ride the train according to the timetable, which you can slide up on the left-hand side of the screen. You can see the approximate semaphore indications and upcoming speed limits on the top right corner of the screen. Your speedometer will show you the set power, current speed limit and current brake power. Your train stops at every station and train stop. Pay close attention to indicators and semaphore. Also, pay attention to dispatcher commands. 4665, ready for departure. Okay, ja, ich gehe wieder zurück. It's time to enter the cabin. Use the one key. Ah. Wollen wir mal hier die Menschen angucken, wie die so. Ah, ich wollte nicht in den reinfliegen. Bisschen komische Körperhaltung, ne? Was mit ihnen? Sie sehen ganz freundlich aus. Was mit ihnen? Tiefer komme ich nicht. Ja. Okay, dann mal zurück in den Führerstand. Move the brake lever to the drive position. Release brake. Hold down the main brake line button. Disable the ability to open the doors by turning the switch to the correct position. Nee. Push the throttle forward to accelerate. Disable the ability to open the doors by turning the switch to the correct position. Push the throttle forward to accelerate. Macht mal ein bisschen leiser, das ist echt laut. Wie schnell dürfen wir eigentlich fahren? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich fahre jetzt mal. Oh Gott, dieser SIFA-Ton. Also mit F1 kann man sich hier manchmal dieses Menü einwenden. Dann blendet man sehen wir hier, glaube ich, in der nächsten Halt. In 2,3 Kilometern. Aber ich sehe jetzt nicht, wie viel wir fahren dürfen, ehrlicherweise. Ich würde auch gerne das hier unten ausblenden. Kann ich das irgendwie mit F2 machen? Nee, mit F3 vielleicht. Nee, passiert nichts.
F4 auch nichts. F5. Ja, ist auch egal, ich will jetzt nicht so viel auf Tasten hier rumtippen. Also wie das hier flackert, finde ich nicht so schön. After leaving the station, you can accelerate to the scheduled speed. Und das ist was genau? Unser Scheduled Speed? Wie kann ich denn eigentlich beschleunigen? Mit Plus vielleicht? Ja, Tatsache. Rechts sieht man, wie schnell man fahren darf. 40 dürfen wir fahren. Okay. Ach, so, und jetzt dürfen wir 120 fahren. Aha. Dann lasse ich mal das HUD eingeblendet. Oh Gott, diese Siegfahr. So, ein 1,4 Kilometer müssen wir aber anhalten. Ah, was machst du denn? Hallo? Hä? Hallo, kann ich wieder fahren? Ich würde gern. Ah Gott! Nein, los, lift, nicht die verdammten Bremsen. Hallo, ich können Sie mal beschleunigen? Und jetzt halten wir hier in Dabrova Gornica Pogoria. Wollte mich in die Vollbremse. Okay, dann Türen jetzt. Könnte mir dieses Menü vielleicht wieder eingeblendet werden? Ich kann leider kein Polnisch. Dann würde ich halt gerne wissen, was genau ich mache. Ist das jetzt Türen auf? Ja. Oh, hier sind sogar Autos. 4665, ready for departure. Aha. It's time to enter the cabin. Use the one key. Oh, sei still. Use the one key.
The lever is in the braking position. Push it forward. Hold down the main brake line button. Jetzt, warum fängt jetzt wieder damit an? Disable the ability to open the door by turning the switch to the correct position. Ja, zeig mir doch mal an, was die... Ja. Push the throttle forward to accelerate. You are approaching the next stop. Leicht übers Ziel hinausgeschossen. Das zählt. Gibt es denn hier keine hier Controls? Nee, das wollte ich gar nicht. Settings. Ich würde gerne die Tastaturbelegung mal angucken. Simulation Interface. Nee. Controls. Naja, egal. So, hier Türen links auf. Ich hoffe, das hat geklappt. Jawohl. Aha. So, Türen zu wieder. Oder gehen die automatisch zu? Wir können die Türen schließen. Aha, mit F4 kann man dieses Menü hier ausblenden. Kann ich mal jetzt die Türen schließen? Oder hast du jetzt den Stop hier nicht erkannt? Wo stehen wir denn eigentlich hier gerade? Oh, was hier too far away? Dobrov, na, was auch immer, Golonok. 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 Hä? Ich glaube, ich stehe zu weit vorne, ne? Kann das sein? Oh Gott, wie kann ich denn jetzt? Kann ich hier irgendwie. Hier ist der Fahrtrichtungssender. Kann ich den bitte. Ne, das ist nicht der Fahrtrichtungssender. Kann ich hier Licht anmachen? L? Nee. I? Auch nicht. Ach, Wahnsinn, der Rückspiegel funktioniert. Bringt mir nichts, wenn ich den verdammten Zug nicht fahren kann. Hallo, hat jemand einen Fahrtrichtungswender gesehen? Nichts hier sieht aus wie ein Fahrtrichtungswender.
Okay, das ist, glaube ich, die Federspeicherbremse. Kann ich einfach die Bremsen nicht lösen? Und die Türen schließen. Komm schon, lass mich die verdammten Türen schließen. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was das Spiel für mich möchte. Ich beende an dieser Stelle die Folge und gucke mal, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Und dann sehen wir uns vielleicht in Folge 2. Macht das gut, tschüss und auf Wiedersehen.